Am 15. Mai fand das zweite Haager Moststraßenrennen statt. Hauptveranstalter war der Radclub Haag und durfte Radfahrerinnen und Radfahrer in der Stadtgemeinde Haag begrüßen. Ich bin total relaxed. Ich freue mich. Nach der pandemiebedingten Pause waren die Vertreter der Gemeinde über die vielen Besucher erfreut. Ja, heute ist natürlich ein schöner Tag, nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes vom Wetter her, sondern auch, es finden zwei Veranstaltungen parallel statt, Most und Musik. Und auf der zweiten Seite das zweite Haager Moststraßenrennen, organisiert vom Radclub Haag, wo ich mich herzlich bedanken darf bei Andreas Lex Müller und Dominik Schickmeier, dass die Amateurmeisterschaften, die österreichischen Amateurmeisterschaften im Radrennen zu uns nach Haag gekommen sind. Und natürlich unterstützen wir als Stadtgemeinde Haag gerne diese beiden Veranstaltungen, nicht nur finanziell, sondern auch mit der notwendigen Organisationskraft. Man sieht, dass die Leute rausziehen wollen. Es ist voll, voll wichtig für uns, weil wir ja interessiert sind an einer lebendigen Gemeinde, dass die Leute zusammenkommen, dass man sich austauschen kann, dass man einen Spaß hat. Und das ist einfach voll wesentlich für das Zusammenleben ein ganzes Jahr lang. Knapp 300 Starter aus 23 verschiedenen Kategorien zeigten ihr Können auf der 22,8 Kilometer langen Strecke. War ein bisschen Überraschungssieg, muss ich sagen. Umso mehr freut es mich natürlich. Bekanntlicherweise ist das eine sehr anspruchsvolle Strecke da auf der Moststraße. Es war sehr schwierig, aber man hat es ein bisschen mit Kopf fahren müssen. Und ja. Junior, ist der eigentlich nicht mehr da, oder? Der Rest ergibt sich. Die Kombination aus Kultur, Kulinarik und Sport hat viele Teilnehmer begeistert. Finde ich echt super, sogar noch größer als letztes Jahr, also taugt man richtig da. Das ist bis jetzt eines der schönsten Events, wo wir dabei waren. Da beweint man sich, da ist auch ein bisschen was los für später dann, für die Siegerehrung. Da werden wir sie dann an zur Birne haben für die Elektrolyte und dann fahren wir gemütlich heim wieder und schauen, dass wir gut heimkommen. Ja, ich finde das voll cool mit der Moskos da, weil da tut sich einfach was, da sind viele Leute, da ist was los. Unser Rennen war natürlich auch perfekt organisiert. Danke an Dominik Schickmeier, weil das ist ja ein zugleicher Teamkollege. Hat er wirklich gut gemacht. Eines der Ziele vom Verein Radclub Haag ist, die junge Generation für das Radfahren zu begeistern. Radsport ist ein super Ausgleich zur Schule, wenn du schon sitzt halt den ganzen Tag nur. Und dann gestern Nachmittag nach der Hausübung sitzt du aufs Rad, fast 2-3 Stunden. Und dann ja, bist du wieder motiviert für die Schule. Und die Ziele der jungen Generation sind dementsprechend groß. Einmal bei der Tour de France mitfahren. Es war ein tolles Fest für alle Anwesenden. Damit es auch nächstes Jahr stattfinden kann, ist der Verein auf der Suche nach weiteren Unterstützern. Wir als Veranstalter und ich natürlich als Obmann, dem ich dem Verein vorstehe, also trachten schon danach, dass wir langfristige Kooperationspartner für unser Event gewinnen können. Wir haben da im Speziellen auch mit der Moststraße heuer versucht, da eben dieses Event da für die regionalen Wirtschaftstreibenden, für die Mostbauern und so weiter, eben attraktiver als Sponsor für uns zu gewinnen. Das ist uns heuer gelungen und da hoffen wir natürlich auf eine langfristige Partnerschaft mit der Moststraße und eventuell gibt es den einen oder anderen Wirtschaftstreibenden, der auch sagt, die Burschen sind gut drauf, wir wollen euch da unterstützen und wir sind ein junges, dynamisches Team und sind auch professionell aufgestellt oder versuchen es zumindest so professionell wie möglich zu machen und von dem her blicke da hoffnungsvoll in die Zukunft. Das Publikum und wir freuen uns schon auf das nächste Event.